Hallo und willkommen. Wir sind hier am Zentrum für Strahlentherapie in Freiburg. Mein Name ist Alexander Stolte. Ich bin leitender MTR am Zentrum für Strahlentherapie. Und heute möchte ich Ihnen einmal zeigen, wie bei uns hier im Zentrum eine Therapiesitzung genau abläuft. Viele Patienten, die vor ihrer Strahlentherapie stehen, haben Fragen, wie beispielsweise, ist es ein offenes Gerät? Wie sieht das Gerät überhaupt aus? Ist es ein Gerät, was um mich rumfährt? Habe ich Schmerzen während der Therapie oder wie lange dauert so eine Therapie denn überhaupt? Das alles sind Fragen, die wir im folgenden Video klären möchten, denn uns ist es wichtig, Sie als Patient gut zu informieren und Ihnen aber auch Ängste vor der Bestrahlung zu nehmen. Wir beginnen damit, dass der Patient unsere Praxis betritt, geht durch das Erdgeschoss, durch die zwei Eingangstüren und dort sitzt auch unsere Anmeldung, die sie empfängt. Sie betreten hier nun den offenen Eingangs- und Wartebereich. Insgesamt besitzen wir zwei Warteräume, da wir zwei Bestrahlungsmaschinen betreiben. Sie treten nun an die Anmeldung vor und geben dort Ihr Terminbuch ab. Das Terminbuch wird anschließend den zuständigen Kollegen an dem Bestrahlungsgerät weitergegeben. Und die Kollegin der Anmeldung weist Sie dementsprechend einem Wartebereich zu. Sind wir nun bereit, die Bestrahlung zu beginnen, ruft Sie der zuständige Mitarbeiter im Wartebereich auf und weist Ihnen eine Kabine zu. Hier können Sie sich in Ruhe für die Bestrahlung vorbereiten. Zudem bekommen Sie hier Ihr Terminbuch zurück. Hier sehen Sie eines unserer hochmodernen Bestrahlungsgeräte, auch Linearbeschleuniger genannt, von der Firma Varian von Siemens Healthineers. Der Behandlungstisch muss, bevor die Patientenlagerung stattfindet, vorbereitet werden. Die Lagerungshilfen werden mittels Indexleisten fest am Behandlungstisch fixiert, sodass eine stabile und möglichst genaue Lagerung möglich ist. Hier am Beispiel einer Bestrahlung im Bereich des Oberkörpers. Nachdem wir alles für Sie vorbereitet haben und Sie den Bestrahlungsbereich frei von Kleidung gemacht haben, können wir nun gemeinsam den Bestrahlungsraum betreten. Hier beginnt nun die Lagerung auf dem Behandlungstisch. Es beginnt damit, dass Sie Ihr Handtuch auf den Behandlungstisch legen und dann auf dem Bestrahlungstisch Platz nehmen. Nun kann die exakte Positionierung am Patienten beginnen. Hierbei verwenden wir jeden Tag dieselben Positionierungen für unsere Lagerungsmittel und versuchen die möglichst genaue Lagerung jeden Tag gleich zu reproduzieren. Hierbei wird sie auch unser Personal unterstützen. Nun fährt der Tisch in die vorhergesehene Position und die genauere Lagerung kann beginnen. Durch neueste Technik, die bei uns in den Bestrahlungsräumen verbaut ist, tasten wir Ihre Körperoberfläche ab und kommen somit ohne Hautmarkierungen oder Tätowierungen zurecht und können Sie damit exakt einstellen. Im folgenden Schritt findet nun eine Kontrollaufnahme statt. Sie sehen hier, es handelt sich um ein offenes Gerät, welches um Sie herumfährt und Sie keineswegs berührt. Der zuständige MTR-Kollege kann Sie hierbei draußen genauestens beobachten, während er am Schaltpult alles einstellt. Ist die Kontrollaufnahme nun fertiggestellt, wird sie mit dem Behandlungsplan, mit dem Bestrahlungsplan verglichen, den unsere ärztlichen Kollegen erstellt haben. Im Folgenden, wenn alles gut eingestellt ist, kann nun die Bestrahlung beginnen. Sie sehen hier, wie das Bestrahlungsgerät auch während der Bestrahlung um Sie herumfährt. Dabei ist die Therapie völlig schmerzfrei und Sie werden ständig durch unser Kamerasystem beobachtet. Ist es Ihnen nun einmal nicht möglich, ruhig liegen zu bleiben, beispielsweise durch einen Husten, stoppt das Gerät sofort die Bestrahlung. Liegen Sie nun wieder korrekt, kann die Bestrahlung fortgesetzt werden. Nun ist die Bestrahlung beendet.
Die reine Bestrahlungszeit dauert zwischen 2 und 4 Minuten. Sollten wir vorweg eine Kontrollaufnahme gemacht haben, dauert es wenige Minuten länger. Wir versuchen aber, die Maximalzeit von 10 Minuten pro Bestrahlungssitzung einzuhalten. Der Patient kann nun den Behandlungstisch wieder verlassen und kann zurück in seine Kabine, um sich dort wieder anzuziehen. Mindestens einmal pro Woche sieht sie der zuständige Arzt oder das Pflegepersonal, um die bestrahlte Hautstelle zu begutachten, um Nebenwirkungen zu erkennen und zu behandeln. Auch können Sie hierbei offene Fragen an Ihren Arzt oder an das Pflegepersonal richten. Wenn Sie sich nun angezogen haben, verlassen Sie durch die Tür unsere Kabine. Sollten Sie nun noch weitere Dokumente benötigen, wie beispielsweise einen Taxischein oder eine Überweisung, so hilft Ihnen unsere Anmeldung gerne weiter. Somit haben Sie die Therapiesitzung für heute geschafft. Wir hoffen, wir konnten Sie in diesem Video gut informieren und Ihnen auch Sorgen und Ängste nehmen vor Ihrer bevorstehenden Bestrahlung. Für weitere Fragen kontaktieren Sie unser Team auch gerne vorweg. Bis dahin alles Gute!